Okay, hallo und herzlich willkommen hier aus unserem Kreissaal im Augusta in Bochum. Mein Name ist Tara Röther, ich bin eine von den Assistenzärztinnen im Team. Die ein oder andere von euch hat mich vielleicht auch schon mal gesehen hier. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer 20-minütigen Live-Story an einem Mittwoch. Die machen wir jetzt schon zum dritten Mal in Folge, zusätzlich zum virtuellen Infoabend. Der ist morgen Abend wieder um 17:30 Uhr. Bei der 20-minütigen Live-Story haben wir uns überlegt, dass wir uns einfach immer ein Thema aussuchen rund um die Geburt, wo wir gedacht haben, vielleicht interessiert euch das besonders und geben euch da einfach noch mal ein bisschen detaillierte Informationen. Heute geht es da um die Geburtseinleitung und ja, wir haben einfach gemerkt, dass es doch immer wieder Unsicherheiten bei den Frauen, bei den Schwangeren gibt, wenn die zu uns kommen und eine Einleitung indiziert ist. Und wir hoffen einfach, dass wir mit dem Gespräch heute vielleicht die ein oder andere Unsicherheit aus der Welt räumen können und auch die Angst vor einer möglichen Geburtseinleitung nehmen können. Genau, neben mir sitzt Benedikt Gottschlich, der Leiter der Geburtshilfe hier. Hallo. Den kennen Sie bestimmt auch schon. Genau, und ich darf direkt mit der ersten Frage anfangen, und zwar, wie häufig eigentlich so eine Geburtseinleitung ist, also wie viele Schwangeren trifft das überhaupt? Und ich muss jetzt immer das Mikro einmal weitergeben, weil wir haben nur eins. Genau. Und ich klemme mir das an, vielleicht geben wir es gleich einfach so hin und her. Genau, wie häufig ist so eine Geburtseinleitung? Es ist leider so, dass das doch relativ häufig ist und auch bei uns wahrscheinlich so 10 bis 20% der Geburten aus irgendeinem Grund eingeleitet werden müssen. Die Frage ist halt, ob die Natur wirklich so blöd ist, dass man in 20% der Schwangerschaften einen Grund hat, die Geburt einzuleiten. Aber wie wir dann gleich auch noch erzählen werden, gibt es sicherlich Situationen, wo man darüber diskutieren kann. Wir besprechen das immer mit euch, wenn es unserer Meinung nach einen Grund gibt, einzuleiten. Manchmal kann man aber das auch halt nochmal abwägen und ja, wir beziehen euch da immer mit in die Entscheidung mit ein. Genau, aber wahrscheinlich sind es so ungefähr 15, 20%, die wir hier einleiten. Genau. Okay, also die nächste Frage ist, welche Gründe eigentlich ja, so die häufigen sind für eine Geburtseinleitung und wann man denn zeitlich einleitet. Ein bisschen länger, dann mache ich es doch wieder. Genau. Ja, also es gibt verschiedene Gründe. Einer der häufigsten, den vielleicht auch viele kennen, ist halt eine Terminüberschreitung. Da ist es bei uns hier im Krankenhaus so, dass wir generell oder was auch die Leitlinie vorgibt, ab 41 plus 0 beziehungsweise 7 bis 10 Tage über dem geplanten Geburtstermin in der Regel, also spätestens am 10. Tag nach dem Termin, eine Geburtseinleitung empfehlen. Warum ist das so? Also die Babys haben jetzt nicht per se, wenn man über den Termin geht, gleich irgendwie ein Problem oder machen Probleme für die Geburt. Und es ist auch erstmal ganz normal, dass man über den Termin geht. Das sind sicherlich 30, 40% der Schwangerschaften, die erst nach dem berechneten Geburtstermin auch dann von alleine losgehen. Wenn dass die halt weiter gut versorgt sind, aber dass dann möglicherweise durch das erhöhte Geburtsgewicht in der Geburt mehr Komplikationen auftreten können. Zum anderen ist aber auch das Problem, dass am Ende der Schwangerschaft immer der Mutter
da die ganze Zeit zu sehen waren. Genau, das ist das eine. Dann der zweithäufigste Grund, würde ich sagen, ist ein vorzeitiger Blasensprung. Das kann ja auch sein, dass es mit der Geburt mit Wehen losgeht oder dass es halt auch mit dem Blasensprung losgeht. Das ist ein bisschen seltener. Und in diesen genau, dann ist noch der Gestationsdiabetes, der Schwangerschaftsdiabetes ein häufiger Grund. Wenn der mit Insulin therapiert werden muss, dann wird eigentlich in der Regel spätestens am Geburtstermin eingeleitet. Und wenn der mit Diät sehr gut eingestellt ist, dann warten wir hier bei uns in der Regel 7 Tage über dem Termin oder genau, würden spätestens am 7. Tag über dem Termin einleiten. Ja, super. Jetzt haben wir über die Gründe einmal gesprochen. Gehen wir mal weiter zu den Methoden. Also wie leitet man überhaupt ein? Was wird dazu angewandt? Ich denke, die eine oder andere von euch hat sich vielleicht schon so ein bisschen über alternative Möglichkeiten informiert. Also was kann man überhaupt zu Hause machen? Zum Beispiel Wehentee trinken, Brustwarzenstimulation, Geschlechtsverkehr wird auch empfohlen oder auch sehr viel körperliche Bewegung einfach, dass dadurch Wehen gefördert werden können. Aber was sind eigentlich die Methoden? Womit leitet man ein, wenn man stationär aufgenommen wird? Und Benedikt, vielleicht kannst du einfach nochmal einteilen, gibt es vielleicht sanftere Methoden im Gegensatz zu den rein medikamentösen? Und vielleicht kannst du auch noch kurz auf die Nebenwirkungen der Medikamente eingehen. Genau. Ja, Tara hat jetzt schon ein bisschen erzählt, also die alternativen Möglichkeiten, die kann man alle gerne ausnutzen und versuchen, geburtsvorbereitend oder auch gucken, ob das vielleicht wirkt und hilft. Dann ist es so, dass wenn wir jetzt klassisch hier medizinische Einleitung machen, es eigentlich erstmal 2 Optionen gibt. Das eine ist eine mechanische Einleitung und das andere ist dann halt eine medikamentöse Einleitung mit Prostaglandin. Und der Vorteil einer mechanischen Einleitung, mechanisch würde bedeuten, dass man versucht, den Muttermund schon ein bisschen zu reifen, also dass der einfach schon ein bisschen vorgereift ist. Und das kann man entweder tun, haben vielleicht einige schon mal gehört, durch eine IPO-Lösung, indem man halt mit dem Finger versucht, den Muttermund zu erreichen und den ein bisschen schon aufzudehnen oder zu massieren. Das ist allerdings dann nur relativ kurz, diese mechanische Methode, machen auch manche niedergelassene Ärzte in der Praxis. Sollte man aber vorankündigen, wenn man das macht, weil das halt auch leicht schmerzhaft sein kann. Und dann haben wir hier 2 verschiedene Möglichkeiten, eine mechanische Einleitung, also eine Dehnung am Muttermund hervorzurufen. Das eine sind Dilapan-Stäbchen.
die man in den Muttermund einführen kann, die quasi im Muttermund aufquillen und den vordehnen, die dem aber auch zeitgleich Flüssigkeit entziehen, sodass der Muttermund sich verkürzt. Und das andere ist ein sogenannter Doppelballon, den man in den Gebärmutterhals einführen kann und der quasi einmal am inneren Muttermund eine Dehnung hervorruft und von außen auch noch eine Kompression macht auf den Muttermund. Der große Vorteil dieser mechanischen Einleitung ist halt, dass man dadurch keine Überstimulation hervorruft. Wir versuchen, dem Körper dazu zu bringen, dass er die körpereigenen Prostaglandin, also das Hormon oder die Stoffe, die dann auch zu Geburtswehen führen, selber ausschüttet. Und man weiß, dass halt eine Dehnung im Bereich des unteren Gebärmutteranteils, des unteren Uterinsegmentes, dass dort halt diese Prostaglandine auch ausgeschüttet werden. Und da es dann quasi von uns kein Medikament zugeführt wird, sondern rein mechanisch das Ganze vonstatten geht, sind halt keine großen Nebenwirkungen zu erwarten. Das ist auch immer eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hatte und eine Geburtseinleitung machen muss, dass man halt dann kein erhöhtes Risiko hat durch starke Wehen, dass die Narbe an der Stelle, wo der Kaiserschnitt war, reißen könnte. Bei den Stäbchen, diesen Delapan-Stäbchen, ist es so, dass die halt 24 Stunden, dass die 24 Stunden liegen bleiben können. Dann werden die wieder entfernt oder sie fallen halt einfach raus, wenn der Muttermund sich halt öffnet mit Geburtswehen. Und bei dem Ballon ist es so, dass wir den in der Regel ungefähr 12 Stunden liegen lassen. Und da muss man wissen, dass die Einlage im Prinzip ist eine gynäkologische Untersuchung. Man muss sich einmal den Muttermund einstellen, man muss den halt sehen können, muss da drankommen. Und das wird dann da reingeschoben. Das ist ein Silikonschlauch, ein ganz dünner, der dann mit Flüssigkeit aufgefüllt wird oder wo die beiden Ballone mit Flüssigkeit aufgefüllt werden. Da kann die Einlage halt etwas schmerzhaft sein, jetzt so zum Thema Nebenwirkungen. Und in der Regel ist das aber gut tolerierbar. Und wenn der dann einmal liegt, dann merkt man das halt eigentlich kaum. Am Anfang möglicherweise etwas Druck. Aber wenn der ein paar Minuten drin ist, dann spürt man meistens erstmal gar nicht, dass der da ist. Der wird dann am Bein einfach fixiert, den kleben wir da fest. Und das Entfernen dieses Ballons ist ganz einfach, weil man dann einfach am unteren Ende die Flüssigkeit wieder ablässt und den Ballon dann einfach rausziehen kann. Oder auch da, man kriegt Wehen, der Muttermund öffnet sich und der Ballon fällt halt schon fast von alleine wieder raus. Also da haben wir sehr gute Erfahrungen mit. Und die Erfolgsquote des Ballons ist tatsächlich, wenn man den Ballon nimmt, im Vergleich zu einem klassischen Medikament, was ich gleich noch kurz erzähle, dann ist, wenn man das erste Medikament nehmen würde oder den Ballon, dann ist es gleichwertig. Also ist bei beiden die Chance für Geburtswehen erstmal gleich. Ein Vorteil, wenn man dann den Ballon entfernt und es hat nicht geklappt, dass von alleine Wehen losgegangen sind. Der große Vorteil ist dann, der Muttermund ist nach Entfernung des Ballons deutlich reifer. Und wir wissen halt, umso reifer der Befund ist am Muttermund, umso geburtsbereit. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man vielleicht am ersten Tag halt diese mechanische Methode probiert und das nicht verstanden hat und dann die Medikamente häufiger schneller und besser wirken. Bei den Medikamenten ist es so, dass man da halt Prostaglandine verwendet, die in verschiedenen Jetzt bin ich wieder da.
Genau, dass es leider nicht immer gleich funktioniert, dass es manchmal auch leider ein, zwei, drei Tage dauern kann. Also das ist eigentlich die Hauptnebenwirkung, dass man möglicherweise ein paar Tage hier erst bei uns im Krankenhaus ist, bis es dann wirklich zur Geburt kommt. Dann bei den künstlichen Hormonen, die wir zuführen, theoretisch auch. Man weiß auch, dass zum Beispiel ein Einlauf bei leichten Wehen oder beginnenden Wehen die Wehen auch gerne verstärken kann. Wäre auch eine alternative Möglichkeit einer Einleitung, so einen Einlauf zu bekommen. Aber da muss halt auch schon so ein bisschen was im Gange sein. Und beim Rizinus ist es ähnlich, dass halt durch die abführende Wirkung der Darm, die Darmtätigkeit wird halt gesteigert und der Darm umschmeichelt sozusagen die Gebärmutter. Das ist der eine Wirkmechanismus. Der andere ist aber auch, dass diese Rizinolsäure an die Rezeptoren der Gebärmutter andockt und auch da Geburtswehen hervorrufen kann. Aber auch beim Rizinus ist es immer wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn der Muttermundsbefund beim Tasten schon einfach geburtsbereiter ist. Aber das ist auch eine Option, die man durchaus voranstellen kann, bevor man jetzt Medikamente nimmt oder bevor man eine mechanische Methode verwendet. Genau. Ja, super. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Zytotec. Zytotec ist ja ein Medikament, was vor kurzem relativ präsent war in den Medien, was viel Kritik auch geerntet hat, wo sehr viele kontroverse Meinungen kursiert sind. Und es ist ja eigentlich ein Medikament, was zum Magenschutz entwickelt wurde. Und man hat einfach gemerkt, dass es ein sehr wirksames Medikament für die Einleitung der Geburt, also zur Förderung von Wehen ist. Aber es ist halt nicht offiziell für die Geburtseinleitung zugelassen. Benedikt, vielleicht kannst du noch mal kurz deine Meinung dazu sagen und ob wir das hier im Augusta auch verwenden. Ja, genau. Also vorneweg, wir benutzen das normalerweise nicht. Also auch schon seit vielen Jahren, jetzt unabhängig von der Berichterstattung, die da vor einigen Monaten durch die Presse ging. Wir haben auch Zytotec-Tabletten hier im Haus, weil es die auch für andere Indikationen sinnvoll sind, auch sogar in der Gynäkologie, bei Fehlgeburten oder bei stärkeren Blutungen. Theoretisch kann man es halt auch benutzen. Ja, es ist so, dass das, was in der Presse war, nicht so ganz richtig ist. Also wir benutzen es hier nicht, weil es zugelassene Medikamente halt gibt, die auch nicht unbedingt viel schlechter wirken. In der Presse war es so, dass halt es so dargestellt wurde, dass das Zytotec zu Geburtsschäden führt und ja, dass es halt nicht zugelassen wäre und dass es auch keine Untersuchung darüber geben würde, über die Wirksamkeit. Und es gibt viele Studien zu Zytotec und auch viele Studien haben gezeigt, oder diese Studien haben gezeigt, dass es ein wirksames Medikament ist zur Geburtseinleitung, dass es auch sicher ist. Und dass es in verschiedenen Studien auch besser gewirkt hat als andere Medikamente, die dann zugelassen sind. Im Ausland gibt es der Wirkstoff vom Zytotec ist das Misoprostol. Das ist auch ein Prostaglandin, ein bisschen ein anderes als in den zugelassenen oder hier zugelassenen Medikamenten. Und das Misoprostol im Ausland gibt es Tabletten,
die quasi auch zur Geburtseinleitung zugelassen sind. Die sind hier leider nicht verfügbar. Da ist unsere Fachgesellschaft aktuell daran, dass zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wir halt diese zugelassenen Medikamente auch hier bekommen. Und ja, im Moment nimmt man halt diese Magenschutztablette und die ist, muss die auch, also die hat eine viel zu hohe Dosis in der Form, wie sie vorgehalten wird. Man muss die halt dann teilen oder durch die Apotheke in die richtige Wirkstoffmenge zerkleinern lassen. Und genau, dann ist es eigentlich kein schlechtes Medikament und ein sehr wirksames Medikament. Was aber im Vergleich zu den Prostaglandinen, mit denen wir jetzt hier Geburtseinleitung machen, eine höhere Rate an Überstimulationen hervorrufen kann. Also das weiß man, dass die Wehen dann häufig doch etwas schneller kommen können, die Geburten schneller sind und auch in einigen Fällen gar nicht mehr so richtig Wehenpausen da sind. Ja, aber wir werden weiterhin, solange es da kein zugelassenes Zytotec, sage ich mal, oder zugelassenes Misoprostol gibt, werden wir das hier auch weiterhin nur in absoluten Ausnahmefällen anwenden und ja, eigentlich gar nicht als Standard, genau. Okay, also vielleicht, weil wir sind jetzt schon bei fast 25 Minuten, ja, kommen wir dem Ende jetzt mal entgegen. Vielleicht kannst du zum Abschluss dann einfach nochmal grob schildern, wie es so abläuft bei uns, wenn Frauen zur Einleitung kommen, wie einfach der Ablauf für die Frauen sich hier gestaltet, worauf sie sich einstellen müssen. Ja, genau. Also wir gucken halt erstmal, gibt's jetzt für die Einleitung. Sicherlich in der Regel machen wir immer noch mal einen Ultraschall, gucken uns das Baby an und dann schließt sich im Prinzip die vaginale Untersuchung an, dass wir halt wissen auch, wie ist denn überhaupt der Stand der Dinge, wie reif ist der Muttermund und was für eine Einleitungsmethode macht Sinn. Macht es Sinn, eine mechanische Einleitung zu machen? Oder macht es Sinn, gleich ein Medikament zu nehmen? Oder gibt es eine Situation, wo man vielleicht auch erstmal sagen kann, nee, wir geben nochmal was Homöopathisches mit nach Hause oder alternative Methoden mit an die Hand, mit denen man dann doch nochmal nach Hause geht. Wenn man hier aufgenommen wird zur Einleitung mit Medikamenten, dann ist es in der Regel so, dass man halt im Kreißsaal nachdem wir ein Medikament gegeben haben, also eins der Prostaglandine in die Scheide gelegt haben, eine Stunde am CTG liegen muss zur Kontrolle. Das ist immer ganz sinnvoll, dass man vorher einmal die Blase entleert, damit man nicht zwischendurch aufstehen muss. Und dann macht man regelmäßige CTG-Kontrollen. Nach der Stunde darf man sich hier frei bewegen, darf hier rumlaufen, aufs Zimmer gehen, spazieren gehen und darf sich im Prinzip melden oder meldet sich, wenn man halt merkt, es geht los oder man ist belastet, man bekommt Geburtswehen. Und wenn sich nichts tut, machen wir zwischendrin so nach 3 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden CTG-Kontrollen und sollte sich halt nichts tun, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, dann kann man das halt nochmal wiederholen. Wir machen grundsätzlich normalerweise, wenn es nicht sofort klappt, ich sage mal im Durchschnitt kommen die meisten Kinder nach einer medikamentösen Einleitung dann doch am zweiten Tag so. Am ersten Tag sofort kommen auch schon mal ein paar, aber nicht so viele und dass es länger als 2 Tage dauert, ist selten, aber wir haben eigentlich so den Plan, immer erstmal 2 Tage dann normal einzuleiten mit Medikament und am dritten Tag überlegt man dann, ob man einen Tag Pause einlegt, ob das vertretbar ist in der geburtshilflichen Situation oder ob man vielleicht auch nochmal auf was Stärkeres zurückgreift, das irgendwie nochmal switcht auf was anderes und oder sogar vielleicht doch nochmal nach Hause geht, wenn die Einleitungsindikation eine schwache war, wo man das doch nochmal vertreten kann. Auch das haben wir selten mal, gerade wenn man vor dem Termin schon einleitet, was wir aber ungerne tun. Also vor dem Termin Einleitung sollte man eigentlich nur machen, wenn es wirklich einen ganz medizinischen Grund gibt, weil das häufiger dann auch dazu führt, dass es erstmal nicht funktioniert. Genau, das ist im Prinzip der Ablauf und der Rest ist dann, wenn man in der Geburt ist, oder das vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, also was Nebenwirkungen angeht, viele sagen oder viel hört man ja, Geburten nach Einleitung sind viel schlimmer oder viel schmerzhafter oder es gibt mehr Kaiserschnitte oder dergleichen.
Also es gibt definitiv nicht häufiger einen Kaiserschnitt unter der Geburt, wenn man eingeleitet wurde, nicht bei uns und in allen Kliniken. Da gibt es auch große Untersuchungen dazu. Einleitungen verhindern sogar eher Kaiserschnitte, wenn man sie dann in den richtigen Situationen auch anwendet. Und die Geburt nach einer medikamentösen Einleitung, die startet manchmal auf einer bisschen höheren Stufe. Das heißt, man hat möglicherweise schon ein bisschen engere Abstände zwischen den Wehen. Aber wenn dann einmal die Geburtswehen da sind, dann sind es die körpereigenen Wehen und der Wirkstoff ist ja dann auch irgendwann wieder raus und dann macht der Körper selber die Geburt und dann hat das im Prinzip nichts mehr mit der Einleitung zu tun. Dann sind die Wehen halt schmerzhaft und doof, aber die sind durch eine Einleitung, die Wehe an sich ist durch die Einleitung nicht anders, die Geburtswehe, als wenn es von alleine losgegangen wäre. Genau, und das ist auch, denke ich, auf jeden Fall wichtig zu wissen und auch das sollte einen auch ein bisschen beruhigen, ne, dass wenn es einen Grund gibt für eine Einleitung, dann muss man keine Angst haben, das auch zu tun. Aber wenn es keinen Grund gibt, dann ist es immer sinnvoll, der Natur seinen Lauf zu geben und den natürlichen Prozess abzuwarten, auf den normalen Geburtsbeginn dann zu warten. Genau. Gut. Hast du noch Fragen? Nein. Okay, ihr habt auch keine Fragen. Ihr dürft immer gerne Fragen auch stellen über die persönlichen Nachrichten. Und ansonsten seht ihr mich morgen wieder zum normalen Infoabend, wo es dann einmal wieder ganz um die normale Geburt geht, um die Abläufe hier geht. Und dann freue ich mich, wenn sich wieder einige von euch dann zuschalten werden. Ja, schönen Tag noch und tschüss, bleibt gesund. Tschüss.